Hallo und willkommen zurück zu Secret of Mana, dem zweiten Teil der Sekensetsu-Reihe. Ich habe jetzt doch das Trüffeldorf gefunden und bin einfach mal gelandet jetzt. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen, aber wir haben immerhin den Pfifferling zurückgeschafft. Und, wie gefällt es euch, auf Lufti zu fliegen? Wenn ihr euch verflogen habt, schaut ihr einfach auf die Karte. Drückt Start für die Karte. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Oder LR, wenn ihr andere Karten sehen wollt. Aha. Und jetzt solltet ihr zu Schicksalsbergen im Südwesten fliegen. Besucht mich mal wieder. Moment. Schicksalsbergen im Südwesten. Start für die Karte, LR für die Dingens. Okay, warte mal. Start war... Das war Select. Keine Ahnung, wo ich Start hingelegt habe. vielleicht drücke ich es auch, aber... Warte mal, hier die Taste? Ne. Vielleicht habe ich hier irgendwo eine Karte. Moment. Zielbestimmung. Ne, hier habe ich nur das. Keine Ahnung. Wir sollten jetzt zum Schicksalsberg im Südwesten weiterfliegen. Das heißt... Achso, ich sollte erstmal zum Schmied gehen. Ist der Schmied hier auch nochmal? Hier war doch der Schmied auch, oder? Im Pfifferlingdorf. Achso, jetzt sind wir nicht mehr im Dorf, ne? Das heißt, wir müssen drinnen den Schmied suchen. Alle mitkommen, wir gehen zum Schmied. Wo auch immer der sich versteckt. Hier versteckt er sich. Oh, ihr seid es. Also hier fühlt er sich wohl wohl zwischen den Pilzen, ne? 113.000. Boah, heftig. So, wir können das Ding verbessern. Ist die Frage, was können wir ja nicht verbessern, ne? So, nochmal schnell alle durchgehen, ob noch irgendeine Waffe dabei ist. Ja, das Schwert hängt mal wieder hinterher. Was? Die Peitsche ist aber schon voraus den anderen Waffen. Interessant. Dann gucken wir mal durch, wer hier welche Waffe jetzt benutzen kann. Du hast aktuell das Schwert 65, aber naja gut, hat ja keinen positiven Effekt gehabt, wie ich gehofft habe. Insektenball 74, 74, 75... 72, 69, 69, 69. Sollte ich dir das Ding geben? Oder? Moment. Nimm du mal kurz den Bogen. Und jetzt nimmst du die Axt. Jetzt haben alle so die drei stärksten Waffen. Mal gucken, wie das sich auswirkt. Jetzt würde ich sagen, fliegen wir wieder weiter in Südwesten, wie er gesagt hat. Und dann gab es irgendwie noch eine Karte, aber da muss ich mal klarkommen mit, welche Taste das jetzt ist. Wahrscheinlich einfach nur die Tastenbelegung überprüfen, die hier festgelegt sind in dem Spiel. In dem Emulator. Nach oben fliegen wir so. Warte mal, kann man jetzt hier... Ah! Kann man jetzt noch höher fliegen? Ah, so hat man jetzt so ein bisschen eine Karte. Also sieht man jetzt nicht mehr, wo Südwesten ist. Nordosten, Osten, Südosten, Süden, Südwesten. So, und dort, wo er jetzt hinguckt, muss ich hin. Hier soll der Schicksalsberg sein. Muss ich da dahin oder da links? Wir fliegen einfach mal hier rein. Gucken, wo wir jetzt sind. Hallo, Ias. Bin ich jetzt hier richtig? Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. Luna? Willkommen in Destinea. War ich hier schon mal? Bin gerade verwirrt. Kommt mir so bekannt vor. Von überall kommen die Menschen, um unseren berühmten Tempel zu sehen. Aha. Interessant. Was haben wir hier? Luna und sein Assistent Ranul leben in einer Höhle auf dem Gipfel. Hallo, Schmied. Und ihr wollt wirklich auf diesen Berg klettern? Ja, wurde uns gesagt, ist sinnvoll. Also mach mal's. Ich habe keine mehr. Haben wir letztens schon festgestellt beim Pilzdorf. Oder hast du jetzt hier plötzlich andere Rezepte? Und ihr
seid wirklich auf den weißen Drachen hierher geflogen? Also scheint das ein neues Gebiet zu sein, weil die... Weil das kann ich ja jetzt erst seit jetzt. Die würden das ja nicht sagen, wenn ich das einfach so gemacht hätte. Oder wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Komm her. Bin zu schnell. Der Mana-Baum wächst im Krater des Nebelvulkans, dem Zentrum dieser Welt. Okay. Hier sind ein paar Glatzköpfe. Für nur eine Mark lese ich euch das aus der Hand. Na? Dann eben nicht. Ach, ich hätte es aber gemacht. Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. Wieso geht's hier eigentlich nicht ins Haus rein? Oh, hier geht's raus. Aus dem Dorf. Ich wollte aber noch mit den anderen im Dorf reden. Vielleicht gibt's ja auch wieder irgendeine neue Rüstung zu kaufen oder sowas. Wobei ich das nicht glaube, weil wir hatten letztens im Imperiums-Ding in zwei Shops mit unterschiedlichen Rüstungen. Ja, das haben wir schon gehört. Hier gibt's Betten, da kann man wieder speichern, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Und Mana regenerieren. Und da müssen wir noch einkaufen, fällt mir auch auf. Ja, ich möchte hier bleiben. Weil wir brauchen wieder neue Wiederbelebungsteile und vielleicht auch noch neue Mana. Ich sende es weiterhin Eicheln, ich leg mich jetzt auf Eicheln fest. Mana-Eicheln, so. Ab jetzt heißt es Eicheln, nur noch. Wird kennen hier, oh scheiße, das heißt nicht Eicheln. Spiel schon speichern? Ja. Hab dann gut gelevelt, also von 34 auf 37 drei Level in dem Imperiums-Dings gemacht. Und ich dachte, ich ärgere mich, dass ich so lange dort gebraucht habe. Aber dadurch, dass man so viel gelevelt hat, ist es ja doch nicht so schlimm. Hier wieder rüber, jetzt hier unten nach rechts. Und da war dann der Shop. Geht's hier noch nach unten? Hier geht's auch raus. Wo sind meine jetzt? Pflanzen und Blumen. Und ich gehe wieder hoch. Ah, war alles bewusstlos. Na gut. Ihr habt alle Angst vor den Viechern. Wieso wart ihr weg? Wie lange bin ich noch bewusstlos? Gut. Gut, 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 gut. Also wir kriegen die Viecher tot. Das Bewusstlose ist wahrscheinlich wieder ein bisschen nervig, aber wir kriegen die Viecher tot. So, jetzt wollen wir mal hier reinschauen. Hier gibt es Sachen zu kaufen. Hallo. Kaufen. Also der hat wohl neue Rüstungssachen. Interessant. Zauberumhang, Hexenfetisch, Elfendiadem. Wir kaufen erstmal das Zeug. Gucken, wie viele wir kaufen können. Ich glaube drei mindestens. Gut, jetzt langt's aber. Davon. Okay, haben wir schon alle. Ich weiß gar nicht, was für Ausrüstung ich jetzt hatte. Kann man hier verkaufen, was man nicht, was man trägt? Ah, ich hatte das als Ausrüstung. Okay. Dann kann ich ja recht gut ablesen. Da hatte ich diese komischen Tigersachen. Okay. Und hier hatte ich irgendwelche Armbänder. Okay, dann kann ich ja wahrscheinlich alles kaufen. Ich hoffe, dass es besser ist. Ansonsten gebe ich jetzt Haufen Geld umsonst aus. Gut, können das alle tragen? Ja. Interessant, wieso können das Ding alle tragen? Zauberumhang. Wahrscheinlich werde ich mich wieder ärgern und gleich nochmal irgendwo eine bessere Rüstung finden irgendwo. Oder das ist allgemein schon schlechter als das Zeug, was ich habe. Wie viel hat das Ding gekostet? 11.500. Kein Wunder, dass ich plötzlich pleite bin. Wir machen dann mal wieder eine Verkaufsrunde bald. Kleid. Sag nicht, ich habe jetzt für alle das gekauft, obwohl das nur zwei von dreien tragen können. Na egal. Elfendiadem, Zauberumhang. Boah, ist das viel Def. Hilfe. So, jetzt du. Ja, kannst du nicht tragen, war mir klar. Aber das kannst du tragen. So, und jetzt noch du selber. Gut. Gut, die Verkaufsrunde machen wir das nächste Mal, wenn wir keinen Platz mehr haben. Denke ich mal. Und dann gehen wir erstmal nach Norden, weil da waren noch freundliche Leute. Und vielleicht sagt da, sagen die uns was, dass wir dort nicht hoch können gerade, sondern unten erstmal irgendwo lang müssen. Werden wir gleich sehen, wo wir hin müssen. Hallo.
Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Ja, nee, ist klar. Hier soll wohl der Tempel sein, ne? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. So viele Leute. Wollt ihr nicht unserem Orden beitreten? Mache ich das nicht gerade, indem ich hier rumlaufe? Da oben, die quatschen mal als letztes an. Ah, hier gibt es keine zweite Treppe. Ich dachte, hier gibt es nur eine zweite Treppe. Dieser Tempel stammt aus der Epoche des großen Mana-Krieges. Die Orbs im Inneren des Tempels enthalten alte Aufzeichnungen darüber. Unsere Weisen nennen diese Orbs Video-Orbs. Na klasse. Ihr seid super. Wollt ihr nicht noch DVDs hier verkaufen? Omelette. Ja, die machen sich über Priester witzig. Ja, lustig. Ich denke, also bin ich. Das ist ein berühmtes Zitat. Von wem könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst? Oh Gott, dass ich mal sowas sagen würde. Gibt's hier irgendwas noch außer in der Mitte da? Gott, sind das auf dem Orbs. Muss ich die alle aktivieren, um irgendwas zu erreichen? Moment. Müsste man jetzt erstmal identifizieren, ne? Fangen wir mal. Können wir nicht identifizieren. Kannst du denn auf die zaubern? Nee. Nee, kannst du nicht drauf zaubern. Das heißt, sie sind nicht Target-able. Okay, dann lass mal die mal. Und kann ich hier irgendwas machen sonst? Mit denen? Ah. Ach Gott. Piep. Huch, explodiert. Was? Explodiert? Der funktioniert nicht. Sag mal, funktioniert überhaupt was? Ha! Da, der Mana-Drache. Er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns zu. Ha! Ach Gott. Die Sounds sind super. Piep! Wir müssen sparsamer mit Mana-Energie umgehen. Sparsamer? Blödsinn. Segelt uns sonst aus. Ausgehen? Die Mana-Energie wird niemals ausgehen. Das ist alles sehr strange hier, muss ich mal sagen. Piep. Werden wir gleich wissen, ob die letzte Zahlenkombination... Okay. Warfen auf Befehl von Lorimar Bomben auf Ziele des Imperiums. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimars Hauptstadt attackierten. Das Wetter von morgen, sonnig bis heiter im Süden. Osten starker. Gott. Sagt der jetzt was anderes als explodiert? Huch, explodiert. Okay, also. Wer weiß, was das jetzt bedeutet hier mit dem Tempelzeugs. Keine Ahnung. Muss ich mal mich umhören, umgucken. Ja, da gibt's eine obere Etage? Moment. Wie, jetzt gibt's hier noch eine obere Etage? Ich hab doch gerade da jemanden oben gesehen. Geht's hier oben irgendwie raus? Ah, hier gibt's noch eine Tür. Aha, die hab ich gar nicht gesehen. Wer bist du? Ich bezweifle, dass der Wahrsager Luna euch heute empfangen wird. Aha. Warum das? Hätte er ruhig machen können, ne? Aber na gut. Gut, das heißt, hier im Norden, außerhalb des, oder hier nach oben hin rausgehend aus dem Dorf, gibt es nichts zu sehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal unten aus dem Dorf raus. Oh, Treppensteigen ist ja echt anstrengend. Passt auf, dass er hier nicht stolpert oder so über die Treppen. So, dann gehen wir mal unten raus. Warte mal, ging es hier links auch raus? Nee. Gehen wir mal unten raus. Und schauen, wo uns das hinführt. Zu den Bienen und Zeugs. Und du bist ohnmächtig, ich hab's kapiert. Gut, bist nicht ohnmächtig. Habe ich kein Problem mit, muss ich ehrlich sagen.
Haha, ihr schafft's nicht. Wieso kriegen die manchmal so viel Schaden und manchmal so wenig? Gut. Gut, 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 gut. Die Bienen mag ich wieder nicht, weil ich sie so schwer treffe. Gut. Hier ist ein Höhleneingang. Aha. Interessant. Da geht's aber auch noch weiter. Und er kommt. Habe ich jetzt irgendeine Immunität gegen ohnmächtig sein durch die Rüstung, die ich habe? Weil die haben mich jetzt nicht einmal ohnmächtig gekriegt, seitdem ich die Rüstung, die neue, trage. Seltsam. Oder ist das anhand der Def berechnet? Wo geht's hier hin? Ich möchte noch nicht in die Höhle rein, solange es noch hier andere Wege gibt. Okay, aber vielleicht müsste ich da rein. Hier kommt man oben rüber, okay. Eine kommt. Ach, da oben ist ja so ein Vieh. Das schlüpft doch dann in so einen Vogel, ne? Oder war das ein anderes Spiel? Ja, nun komm. 91 im Sommer. Ich glaube, es hackt. Ach, da geht's hoch. Ich sollte vielleicht doch erstmal in die Höhle reingehen. Schade, dass es hier keine Schilder gibt, die ihm anzeigen, wo es hier lang geht, was hier kommt, an welcher Stelle. Ich fühle mich immer so verloren und so wenig an der Hand genommen. Das sind modernen Spielen wahrscheinlich so, dass man sich dort dran gewöhnt, immer an die Hand genommen zu werden und nicht mehr großartig zu suchen, weil die Leute viel zu ungeduldig sind zum Suchen. Die jungen Menschen, die jetzt nur noch Spiele spielen, die wollen immer komplett an der Hand geführt werden und dann einfach nur Action haben. So, und hier sucht man ewig und das ist natürlich, naja, in der heutigen Generation nicht mehr so gern gesehen. Deswegen spielen die auch kaum noch so richtige Rollenspiele. Weil richtige Rollenspiele hießen ja eher zu verstehen, worum es geht und dann danach zu handeln und nicht einfach nur drauf loszurennen und alles zu töten. Also ich scheine wirklich immun zu sein gegen benommen oder hier ohnmächtig zu sein. Na komm, das hätte alle auf dem Haufen. Jetzt muss ich doch mal was treffen hier. Gut. Dora erreicht Level 38, sehr schön. Bala erreicht Level 38, sehr schön. Die leveln gut. Eis. Also zumindest kann man sagen, wir wissen schon mal, dass... Oder ist das Eis? Weiß ich gar nicht. Wenn ich einen kritte, weiß ich, was es für ein Viech ist. Okay, Göre erreicht Level 38. Oh, schon wieder so ein Ritter. Ich hätte vielleicht doch erstmal oben weitergehen sollen, oder? Zauberschild, das heißt, den kann man jetzt nicht mehr mit Magien treffen, oder wie? Na komm, lass dich doch mal treffen. Chaosritter, okay. Ignorieren? Oh, nicht schon wieder so ein Typi. Oh, ignorieren. Die mag ich ja gar nicht mehr. Hier sind also viele Höhlen, die mit anderem Zeug verbunden sind. Wieso kann man das Zeug mit einer Axt weghauen? Das verstehe ich immer noch nicht. Habe ich beim ersten Mal nicht verstanden und verstehe ich jetzt noch nicht. Hier ist irgendwas, was man wahrscheinlich einkloppen kann. Oder mit einem Schalter öffnen. Warte mal, du hast doch hier deine komische Dingspeitsche, ne? Nee, sieht nur so. Na gut, jetzt hätte ich mit dir vielleicht nicht die Kiste anquatschen sollen. Ne? Walnuss ist zu viel, Mist. Egal. Wir nehmen wieder den Typen. Mitkommen. Doro, mitkommen. Danke. Warte mal, hier geht's runter? Ja, hier geht's auch runter. Aber ich möchte gar nicht wissen, was der da schon wieder macht. Oh, hier gibt's ja so viele Wege. Hilfe! Ich fühle mich hier... ein bisschen fehl am Platz. Zauberschild, egal. Jetzt haben wir das Gitter aufgemacht. Ah. Wo geht's hier hin? Ich habe so viele Wege, ich fühle mich verloren. Okay.
Okay, geht's hier durch? Zauberschild interessiert mich nicht, ich zauber gerade nicht. Der da unten könnte aber zaubern, ne? Ach, der hat wieder was beschworen, ah. Der beschwört hier die Fledermäuse. Gut. Gut, die sind ja kein Problem, die Fledermäuse. Von daher lassen wir sie erstmal. Da wir auch nichts Wichtiges verbraucht haben, können wir die Kiste auch ignorieren. Auch wenn da vielleicht ein Bonzel oder Schokolade drin sein könnte, die ich vielleicht noch gebrauchen könnte. Aber das ist jetzt nicht die Priorität, weil wir haben zur Not Heilzauber und können dann wiederum mit Mana-Eicheln Heilzauberladungen aufladen. Schön, dass du ein Zauberschild gecastet hast und jetzt von uns melee-mäßig oder physisch verprügelt wirst. War voll effizient von dir. Wo sind wir jetzt? Sind wir auf der anderen Seite oder wie? Ja, ist gut. Du schaffst das schon. 99 Schaden. Kann das sein, dass Doro mehr Schaden macht als Baal? Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite, war mir klar. Warte mal, hier unten geht's rein. Und hier oben geht's auch rein. Auf der anderen Seite war das da auch so? Oben geht's wahrscheinlich in eine Höhle oder so. Ich muss das gerade mal verstehen. Ach, hier sind wieder die komischen mit den Klingen. Ach, lass mich in Ruhe. Gut. Ah, jetzt verstehe ich. Hier oben war der Weg zu und den müssen wir durch dieses Tor erreichen, den Weg dahin. Gut. Was ist hier jetzt drin? Kriegen wir jetzt hier irgendwas, wenn wir hier besiegen? Oder ist das einfach nur eine Sackgasse? Habe ich den gerade nur 15 Schaden gemacht? Habe ich nicht zeitig genug angegriffen oder was? Gut. Mann, ich will hier angreifen und nicht immer zurückschrecken oder sowas. Gut. Gibt es hier irgendwas? Nee. Gut, dann war das einfach nur eine Sackgasse. Vermutlich. Und wir müssen dann in der Mitte an die Schalter ran. Du wirst ignoriert. Ich weiß, du machst hier eine Feuerklinge und so. Aber wenn du jetzt rumliegst, können wir dich auch erstmal ignorieren. Jetzt müssen wir hier unten wieder rein. Wenn wir dann rausgehen, müssen wir den rechten Weg wieder gehen, weil da ging es dann irgendwie zu diesem, wo es nicht weiter ging. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ist doch schon wieder falsch. Ich muss wieder hinten rum. Okay. Na, dann geht mal. Recht kompliziert hier. Was ist jetzt? Die Kiste war erst noch nicht da, oder? 1000 Goldmünzen gefunden. Das heißt, das habe ich irgendwie aktiviert, dadurch, dass ich die besiegt habe oder so. Ach, triffst du nicht, oder? Gut. Mhm. Hier in der Mitte ging es jetzt nirgends hin, ne? Nee. Das heißt, das ist wirklich nur ein Außenrumweg, der plötzlich 1000 Goldmünzen beinhaltet hatte, weil wir da drüben waren. Und die 1000 Goldmünzen sind fast nichts wert, weil wir hier 11.000 schon für eine Rüstung ausgeben. Warte mal, jetzt müssen wir. Wie war denn das jetzt? Müssen wir wieder oben lang, ne? Oben hier raus und durch die Höhle durch. Nee, nicht durch die Höhle durch. Oder doch? Doch. Was war jetzt hier oben für ein Weg? Ach, lass mich in Ruhe. Mit deinem Feuer. Feuergelumpe. Macht mir eh keinen Schaden. Guck's dir an.
So. Hier war der Raum, okay. Das war also auch so ein Sackgassenraum. Kein besonderer. Treffen wir jetzt alle? Oh, in etwa. Nicht ganz. Gut. Wahl erreicht Level 39. Also hier levelt man ja extremst. An euch kann man auch nochmal leveln. So erreicht Level 39, genau. Na komm. Sag mal, kann ich irgendwann wieder angreifen? Lavabälle. Dass die anderen auch nicht wirklich sinnvoll angreifen, das verstehe ich nicht. Ich habe euch doch aber den Angriffsbefehl mit aggressiv und allem gegeben. Gut. Da oben links schalten wir frei, wenn wir wahrscheinlich unten durch das Tor durchgehen, wo vorher das Tor war. Kommt mit, die ignorieren wir, die wollen wir gar nicht wissen. Wir leveln genug an den anderen. Wir haben jetzt in der Mitte das Tor freigeschalten, genau. Was war das jetzt für ein Weg? Hier ist nichts, okay. Ab zurück. Den links ignorieren wir, den hier besiegen wir und dann gehen wir hier durch. Ich hoffe, wir kriegen die Erfahrungspunkte schon, bevor er verschwindet. Was ist denn jetzt? Das ist ja hier nur ein Dingens. Wieso bin ich klein? Na, bin ich ja klein. Mache ich den null Schaden? Oh, nicht schlecht. Vielleicht kann ich ja schon mal die Kiste öffnen in einem kleinen Zustand. Nee, kann ich nicht. Interessant. Komm, werd wieder groß und macht ihr mal was da unten. Hey, ich habe ihm 8 Schaden gemacht. 17 Schaden, cool. 119 Schaden hat der mir gemacht. Angst. Werde ich mal wieder groß? Kann ich hier auch meine Waffe aufladen? Nee. Autsch. Mach doch mal bitte heilen. So. Doros Zauberlevel gestiegen. Sehr schön. Und ich bin immer noch klein. Bringt das was? Gucken, ob das was bringt. Ja, das bringt's. Gut. Vielleicht immer, wenn ich getroffen werde von diesem Atem, dass ich dann klein werde. Ich weiß, der war jetzt nicht voll aufgeladen, aber es sollte jetzt ihn abhalten, irgendwas zu machen. Gut. Satansmaske hießen die, okay. Klauenorb erhalten. Okay, aber wir brauchen immer noch einen Schwertorb oder zwei oder drei. Und wir haben immer noch nicht alle Schalter hier drin gefunden. Jetzt bin ich verwirrt. Mal wieder. Die haben hier nur den Klauenorb freigeschalten. Wie kommt man da links hin? Da kommt man da mit der Peitsche rüber? Ich wüsste jetzt nicht wie. Wie kommt man da rüber? Da rechts oben ist nur eine Sackgasse. Das ist ein Mühe interessant. Gibt es hier einen Weg hier hoch? Hier so. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt gehen wir nochmal zurück. Hier rein? Ah, nee. Jetzt geht's hier links nach unten. Ging das vorher auch schon? Ja, doch, da war mal hey, komm. Haben wir jetzt hier was freigeschalten? Nee, wir müssen noch darüber. Gibt's jetzt da oben einen neuen Weg? Rätselhaus Deluxe hier.
Mit Schleim in Massen. Na, Hauptsache, wir geben gute Erfahrungspunkte und wir leveln hier ohne Ende. Wieso treffe ich die nicht? Wieso treffen die mich? Gut, alle mit einem Schlag. Ignorieren? Brauchen wir nicht. Hier gibt's nichts Neues, okay. Hm, dann gibt's bestimmt noch irgendwas links, so einen Weg oder so. Ach, du bist zu doof. Göres Waffenlevel ist gestiegen. Schön, Göre hat gar nicht mit angegriffen. Das heißt, jetzt nochmal links rein, vielleicht. Vielleicht haben wir da jetzt irgendwas freigeschalten. Ne, hier ging es nicht weiter. In der Mitte? Ne, hier geht es auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen erstmal wieder. Ne, raus bringt auch nichts, ne? Ging es hier nach rechts oder links? Moment, ich bin gerade verwirrt. Gab es hier nicht irgendwo Treppen hoch? Musste man da hier raus? Ja. Ah, hier ging es noch lang, stimmt. Hier war ich ja jetzt gewesen, oben. Das heißt, jetzt muss ich außen rum, richtig? Hier ist der Schalter, den haben wir schon. Hier runter. Außen rum. Bin jetzt wieder, ich habe aus Versehen nach unten gedrückt, glaube ich. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon lange über der Zeit. Ich werde die Folge mal ein bisschen länger lassen. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Also ich weiß jetzt ungefähr, dass ich oben hier rumgehen muss und dass auf der anderen Seite noch irgendwas mit dem anderen Schalter zu sein scheint, an den ich heran muss. Und ich damit diese komische Ritzeltür, eingerissene Tür da öffnen muss. Die sieht schon nach einer Tür aus, deswegen. Sag mal, treffe ich die immer? Naja, jetzt kriege ich erstmal was ab. Gut, also ich werde diese Folge, wie gesagt, jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.